Logic Pro verfügt über viele kleine, eigene, hilfreiche Plugins, die dir beim Songarranging, Songschreiben, beim Musikproduzieren hilfreich sein können, die meisten aber überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist ziemlich schade, weil das ist vergebenes Potenzial. Und eins davon stelle ich dir heute vor. Die Rede ist vom Note Repeater. Der Note Repeater gehört zu den sogenannten MIDI-FX-Plugins. Und wie schon eingangs erwähnt, die meisten haben die irgendwie nicht auf dem Schirm oder kennen die nicht. Dabei sind sie extrem hilfreich. Die hast du also hier direkt nicht unter den Effekten hier, unter den Inserts, sondern hier oben, das ist eine eigene Insert-Reihe und zwar nur für Software-Instrumente, nur für MIDI-Instrumente. Die kannst du jetzt reinklicken, hier hast du zum Beispiel einen Arpeggiator, Chord-Trigger, Modifier, Modulator, kann man wahnsinnig viel mitmachen und wir wollen uns jetzt aber mal den Note-Repeater anschauen. Das sieht auf den ersten Blick dieses Plugin wirklich sehr einfach auch, was es auch ist und sehr langweilig erstmal. Aber du kannst wirklich irrsinnig viel damit machen. Was ist der Note Repeater? Der Note Repeater ist im Prinzip nichts anderes als ein Delay für MIDI-Noten. Allerdings funktioniert er nicht wie ein tatsächliches Delay, dass er eine Delay-Line hat, sondern er wiederholt einfach stur die Noten in der Reihenfolge, in der Lautstärke oder in der Tonhöhe, in der du sie eingibst. Lange Rede, kurzer Sinn, hören wir mal kurz in das Beispiel hier rein. Gut, du hörst, wir haben also einen Beat, wir haben Bass und einen Flächensound und jetzt habe ich hier ganz langweilig oder relativ langweilig nur Viertel eingespielt. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich spektakulär und jetzt kann hier unser Note Repeater ins Spiel kommen. Ich erkläre dir das Plugin ganz kurz, es ist wirklich schnell erklärt, aber du kannst tatsächlich mit diesem kleinen Ding wirklich sehr, sehr viel machen. Wir fangen mal hier an, Through erkläre ich dir später. Delay, hier kannst du einfach festlegen, was für ein Delay du möchtest. Nochmal, es ist kein tatsächliches Delay, sondern er wiederholt nur stur diese Noten. In dem Fall wären das jetzt Achtel. Du kannst auch auf Millisekunden umstellen, macht aber jetzt bei dem Plugin meines Erachtens nicht wirklich viel Sinn. Dann kannst du dir hier die Repeats festlegen, also wie oft soll er die Note wiederholen. Im Moment ist das 3, also 3 Wiederholungen wird er jetzt gleich machen pro Note. Du siehst hier im Display die Initialnote, das heißt, das ist die, die tatsächlich erklingt und er wird jetzt 3-mal ein Achtel repeaten, also delayen sozusagen. Hier kannst du Transpose machen, das schauen wir uns gleich an und hier hast du noch eine Velocity Ramp. Das kannst du dir vorstellen wie bei so einer Delay-Line, wo die Delay, wie das Feedback sozusagen, wie schnell die Wiederholungen leiser werden. Oder du kannst sie natürlich auch ansteigen lassen. In dem Fall, das ist ein bisschen anders als bei einem richtigen Delay. Das heißt, du kannst auch die Initialnote leise haben und die anderen lauter werden lassen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schalte das einfach mal ein und dann wirst du schnell merken, um was es geht. Wir haben jetzt also ein Achtel, jeweils 3 Wiederholungen. Los geht's. Das ist jetzt nicht weniger unspektakulär, sage ich mal. Bisschen spannender wird es, wenn wir jetzt mit den Delay-Zeiten hier anfangen, ein bisschen rumzuspielen. Noch zunächst mal noch überhaupt keinen Transpose, keine Velocity. Ich fange einfach nur mal hier jetzt an, mit den Delay-Zeiten ein bisschen rumzuspielen und vielleicht auch mit den Repeats, okay? Los geht's. Also verstanden, das Prinzip, um was es geht. Du kannst dir also mit den Delay-Zeiten ein bisschen rumspielen, kreativ werden und kannst dann ganz interessante Sachen, ganz interessante Lead-Sounds oder deinen Lead-Sound zumindest mal interessanter machen. Ist für Pop und EDM, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Schauen wir uns jetzt mal Transpose an. Ich belasse es hier nochmal bei Achtel und auch wieder bei 3 Wiederholungen. Und was du jetzt machen kannst, ist, du kannst diese Wiederholungen, die Delays, sage ich mal, transponieren. Die Grundnote wird normal gespielt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 Halbtöne eingebe, dann wird die nächste Wiederholung 2 Halbtöne höher gespielt als der Initialton. Und die nächste Wiederholung, also die zweite, wiederum 2 Halbtöne höher als die erste Wiederholung und so weiter. Das liegt meistens relativ schräg, aber ich zeige es dir mal kurz. Und so weiter. Bei manchen Sachen macht das Sinn, kommt jetzt ein bisschen drauf an, in welchem harmonischen Spektrum, in welchem Arrangement, mit welchen Chord Progressions du dich bewegst. Meistens macht es hier aber Sinn, 12 Halbtöne, das heißt die Oktave zu nehmen. Und dann klingt es in dem Fall jetzt zum Beispiel so. Musik.
schneller machen. Du merkst schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen kann. Was wir jetzt hier unten noch haben, ist die Velocity Ramp. Du kannst hier also die Delays leiser werden lassen oder wir lassen sie einfach lauter werden. Ich lasse mal den Transpose an und gehe wieder auf Achtel zurück hier. Vielleicht machen wir auch ein bisschen weniger Wiederholungen einfach. Wir lassen jetzt mal wieder bei 3. Und ich fahre jetzt erstmal die Velocity Ramp runter. Das heißt, die Wiederholungen werden dann leiser werden. Hier kann man es jetzt, das ist das Interessante, was mit einem richtigen Delay nicht geht, oder ich würde sagen mit den meisten, auch andersrum machen. Das heißt, ich kann die Initialnote leiser machen und dann die Delays ansteigen lassen. Was jetzt hier auch noch ganz spannend ist, ist dieser Through-Schalter hier. Wenn du den ausschaltest, dann wird die Initialnote nicht erklingen, sondern es werden nur die Delays erklingen. Kann auch nützlich sein hier. Wieder an. Weit so gut erstmal. Das waren jetzt aber eher so die Basic-Geschichten, die du mit dem Note Repeater machen kannst. Bevor ich dir das zweite Beispiel jetzt aber zeige, ganz kurz, falls du neu in Logic bist oder falls du von einer anderen DAW vielleicht umgestiegen bist und dich noch nicht so richtig in Logic zurechtfindest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 weitere heiße Tipps, wie du Logic optimal für dich und individuell einrichten kannst für deinen Arbeitsstil und wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Also Logic Workflow Checkliste, 10 weitere heiße Tipps für deinen Workflow, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, ist ein PDF, kannst du dir runterladen. Und jetzt geht's weiter mit Beispiel Nummer 2. Und jetzt wird's richtig interessant und auch wesentlich komplexer, denn richtig effektiv und auch kreativ mit dem Note Repeater kannst du werden, indem du ihn in Verbindung mit dem Arpeggiator einsetzt. Das probieren wir jetzt mal. Wir hören mal kurz auch in dieses Beispiel hier rein. Ich habe hier also nur volle Akkorde oder ganze Akkorde, ne? Okay, was ich jetzt als erstes mache, ganz zügig und ganz schnell, machen wir jetzt nicht lange rum, wir setzen einen Arpeggiator ein. Keine Masterarbeit jetzt hier, sondern wir machen einfach, wir bauen uns einfach ein einfaches Arpeggio. Das baue ich mir jetzt kurz zusammen hier. Also der Arpeggiator, der ist auch einfach ein MIDI-FX-Plugin, den ich jetzt eingesetzt habe, und zwar setze ich den vor den Note Repeater, ne? Das klingt jetzt schon mal gar nicht schlecht. Wir haben ein schönes Arpeggio hier, schöner Sound hier auch von Logic's internem Softwareinstrument. Und jetzt laden wir uns den Note Repeater nach dem Arpeggiator rein. Dann klingt die Grundeinstellung erstmal so, wenn ich jetzt gleich den Repeater dazu schalte. Schon, wo die Reise hingehen kann. Jetzt kannst du es wesentlich komplexer machen, einfach indem du jetzt hier mit den Delay-Zeiten, mit den Repeats, mit der Velocity-Ramp jetzt ein bisschen arbeitest. Ich werde mal in allen Parametern einfach ein bisschen rummachen. Du kannst das ganz intuitiv machen und es kann das erste Zeug dabei rauskommen, okay? Also wir probieren es mal. Also mit diesem interessanten Plugin, mit dem Note Repeater, kannst du innerhalb kürzester Zeit aus langweiligen Viertelakkorden
spannendste und komplexeste Arpeggios machen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du den Note Repeater gekannt oder hast du die MIDI-FX-Plugins bisher auch links liegen lassen? Ist das für dich ein Buch mit 7 Siegeln? Hast du gar nicht gewusst, dass es die gibt? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du dich für den Arpeggiator hier interessierst, da habe ich auch nochmal ein eigenes Video zugemacht, in dem ich den sehr ausführlich erkläre. Das ist auch sehr empfehlenswert. Das kannst du dir hier anschauen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!